Herr Vizepräsident, vielen Dank für die freundliche Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da die Reinlichkeit in den Haushaltungen der Landleute einen so großen Einfluss auf ihre Gesundheit, Munterkeit und Sitten hat, so wünscht man die besten Mittel zu wissen, wodurch auf den Dörfern in Niedersachsen eine der Lebensart der Landleute gemäße Reinlichkeit eingeführt werden könne. Sie dürfen einmal raten, wann eine solche Preisaufgabe gestellt wurde, mit Auslobung eines Geldbetrages für denjenigen, der die beste Antwort einreichen würde. Es ist schon von der Diktion her klar, dass das recht lange zurückliegen muss. Und erst recht wirkt die Fragestellung doch etwas antiquiert, denn die Reinlichkeit der Landleute in Niedersachsen ist nun wirklich nicht mehr ein ganz drängendes Problem. In der Tat, es war 1784, also vor fast 230 Jahren, dass diese Frage ausgelobt wurde. Die als beste beurteilte Preisschrift in Beantwortung dieser Frage wurde eingereicht von Nikolaus Beckmann, Oberdeichgraf zu Harburg. Das Preisgeld von 12 Dukaten als solches kann für diesen recht anerkannten Fachmann eigentlich nicht hinreichender Anreiz gewesen sein, sich in einer umfänglichen Preisschrift mit dieser Frage auseinanderzusetzen und sogar so weit zu gehen, in sozusagen mutigem Selbstversuch, sich vor Ort mit der Hygiene in den Bauernschaften in Niedersachsen zu befassen, wie aus einer Passage seiner Preisschrift hervorgeht, wo es heißt, nächst dem Schornsteinfeger Schmutz ist wohl nicht leicht etwas, das die Unsauberkeit unserer Bauern mehr unterhält als das Brennen des bisher gewöhnlichen Trans in einem von Menschen auch Vieh vollgestopften kleinen und niedrigen Loche, das sie Stube nennen. Krankheitsdrohende Wolken vom schlechtesten Tabak, Branntewein und übrigen hier keineswegs weiter zu beschreibenden Gerüchen und ins Unendliche wiederholten Ausdünstungen von Menschen und Vieh ziehen bis zum Ersticken in einem solchen allenthalben aufs sorgsamste verrammelten Gefängnisse herum und suchen vergeblich anderswo unterzukommen als in den Lungen der Menschen und Tiere. Soweit eine Passage aus der Antwortschrift, die damals preisgekrönt wurde. Sie werden nicht überrascht sein, dass das mehr als 200 Jahre her ist, dass eine solche Frage gestellt und dann in dieser Preisschrift beantwortet wurde. Etwas eher überraschend ist vielleicht, wer diese Preisfrage gestellt hat. Es war die Göttinger Akademie der Wissenschaften, genauer gesagt die Königliche Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen, wie sie damals hieß. Wie kam es dazu, dass die Akademie, die eigentlich heute für hochkarätige Wissenschaft bekannt und berühmt ist, sich mit derart volksnahen Fragen befasst hat? Was hat sie veranlasst, sich dann auch mit den eingehenden Antwortschriften ausführlich auseinanderzusetzen? Und das war eine erhebliche Arbeit für die Mitglieder der damaligen Königlichen Sozietät. Der Kommentar zur preisgekrönten Antwort auf die genannte Frage, verfasst von einem Mitglied der Königlichen Sozietät, geht immerhin über mehrere Seiten und führt beispielsweise aus, der Verfasser der preisgekrönten Antwortschrift gäbe aus genauer Bekanntschaft mit den Bauernwirtschaften in und außer Niedersachsen, und wir haben ja gesehen, der Verfasser hat tatsächlich sich in den Bauernhöfen selber kundig gemacht, er gebe dort wohlgewählte, tuliche und wirksame Mittel an die Hand, aus denen er, wie billig, alle Zwangsmittel verbannet, also nicht die Bauern zwingen, sie sollten mehr reinlich sein, sondern er hat andere Vorschläge gemacht. Im Übrigen,
Diese Abhandlung sei auch ordentlich geschrieben, wenn sie gleich hier und da vielleicht mit etwas vieler herbeigesuchter Belesenheit, insbesondere französischer Schriftsteller, aufgeputzt ist. Die Sorge um die Reinlichkeit der Landleute in Niedersachsen war nicht die einzige sehr auf praktischen Nutzen ausgerichtete unter den ökonomischen Preisfragen, die unsere Akademie damals gestellt hat und über die ich heute berichte. Ich will Ihnen einige andere wenige Beispiele nur nennen, damit Sie die Spannweite, aber auch die Natur dieser durchweg auf sehr konkrete Lebensbedingungen im damaligen Fürstentum Hannover ausgerichteten Preisfragen exemplarisch kennenlernen. Worin bestehen vornehmlich die Ursachen, welche verhindern, dass kein Staat in Europa die Soldaten, so wie die Römer, zu Friedenszeiten zu öffentlichen und gemeinnützigen Arbeiten gebraucht? Also Soldaten raus aus der Kaserne und rein in den Straßenbau. Oder was ist die Ursache, warum in Deutschland Zierraten an öffentlichen Gebäuden aus leerem Mutwillen öfter als in Italien und anderen Ländern verdorben werden? Und wie lässt sich diese, wie es scheint, nationelle Unart am sichersten und geschwindesten ausrotten? Graffiti würden wir das heute wohl nennen, von denen da die Rede ist. Die Akademie wollte auch wissen, ob der Rotz der Pferde ansteckend sei oder, und da würden manche von uns die Beantwortung dieser Frage als gar nicht so wichtig empfinden, wie können die Brauereien in Niedersachsen dergestalt verbessert werden, dass die Biere den englischen gleicher werden. Nicht alle finden heute die englischen Biere wirklich besser als die, die in Niedersachsen gebraut werden. War die Formulierung solcher Fragen und die Bewertung der eingehenden Antwortschriften eigentlich eine unbedeutende nebensächliche Tätigkeit in der Sozietät, ein Ausrutscher sozusagen, mehr als ein zentrales Merkmal ihres Tuns? Welche Bedeutung haben diese Fragen für unser Verständnis der Beziehung zwischen Wissenschaft und Praxis in der Frühzeit der Akademie? Hatten sie irgendeine Wirkung auf das gesellschaftliche Geschehen? Warum fanden diese Fragen eines Tages ein Ende? Könnte man sich vorstellen, wäre es vielleicht sogar sinnvoll, wünschenswert, dass die Akademie heute wieder Preisfragen ähnlicher Art herausgibt. In meinem Vortrag jetzt heute will ich versuchen, zumindest andeutungsweise einige Antworten auf diese Fragen zu geben und will das in drei Schritten tun. Zunächst möchte ich ein wenig auf die Bedeutung eingehen, welche die ökonomischen Preisfragen für das Selbstverständnis der damaligen Königlichen Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen hatte, woraus sich auch einige Anmerkungen ergeben werden zur Rolle von Wissenschaft in dieser Epoche. Ich will dann anschließend diskutieren, was die Natur der ökonomischen Preisfragen und der Gehalt der Antworten auf sie uns über einige drängende Fragen der damaligen Zeit zur Kenntnis gibt und welche Anstöße die gesellschaftliche Entwicklung von ihr erhielt. Und zum Schluss will ich mich der Frage zuwenden, ob Preisausschreiben dieser Art auch heute noch Bedeutung haben könnten. Lassen Sie mich allerdings drei Vorbemerkungen machen. Erstens, dieses Thema hat, Ihnen allen ist das bewusst, einen eminent historischen Charakter und es müsste eigentlich von einem Historiker behandelt werden, so wie Frau Röckelein vor drei Wochen die wissenschaftlichen Preisfragen als Historikerin behandelt hat. Der heutige Referent ist Agrarökonom und versteht sehr wenig von Historie. Die Organisatoren der Ringvorlesung haben allerdings wohl einen Agrarökonomen eingeladen, sich mit diesen Fragen zu befassen, weil, wie wir noch sehen werden, landwirtschaftliche Themen
in diesen ökonomischen Preisfragen eine ganz erhebliche Rolle gespielt hat. Aber ich muss Sie um Entschuldigung dafür bitten, dass agrarökonomische Aspekte im Vordergrund dessen stehen werden, worüber ich heute berichten will. Zweite Vorbemerkung: Was ich dann doch erfahren habe über die Geschichte der ökonomischen Preisfragen über das rein landwirtschaftliche hinaus, das beruht zu einem großen Teil auf der Dissertation von Katharine Herges, die sich ausführlich mit den ökonomischen Preisfragen auseinandergesetzt hat. Mit anderen Worten, ein nicht unerheblicher Teil meines Vortrags ist ein Plagiat der Dissertation von Frau Herges. Vergeben Sie es mir, aber ich habe zumindest jetzt gesagt, wo die Quelle des Plagiats liegt. Und drittens zum Sprachgebrauch. Ich werde der Kürze halber auch dann, wenn ich eigentlich von der Königlichen Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen sprechen müsste, meistens von der Akademie sprechen. Und wenn ich Preisfragen anspreche, dann sind es immer die ökonomischen Preisfragen und nicht die wissenschaftlichen Preisfragen, die Frau Röckelein neulich schon behandelt hat. Zunächst also zur Bedeutung der ökonomischen Preisfragen für die Akademie. Dass die nicht ein belangloser Nebenaspekt der Tätigkeit der Akademie waren, ergibt sich allein aus der Tatsache, dass sie über die volle Spanne der ersten 100 Jahre der Existenz der Akademie von 1752 genau gesagt bis 1852 gestellt und bearbeitet wurden. Es waren insgesamt nicht weniger als 185 ökonomische Preisaufgaben, die in dieser Zeit gestellt wurden, 40 von ihnen sogar mehrfach, weil die Akademiemitglieder mit den eingegangenen Antworten nicht zufrieden waren. Für die Einschätzung der Bedeutung, welche diese Preisfragen für die Akademie hatten, ist nicht ganz unwesentlich, dass ein ganz erheblicher Anteil der Zeit, den die Akademiemitglieder aufgewendet haben für ihre Tätigkeit in dieser gelehrten Gesellschaft, mit der Formulierung dieser Fragen, die überwiegend von den Akademiemitgliedern selber stammten, und mit der sehr ausführlichen schriftlichen Bewertung der eingegangenen Preisschriften verbracht wurde. Sowohl zur Abfassung der Fragen als auch zur Beurteilung der Antwortschriften haben im Übrigen die durchaus sehr prominenten Mitglieder der Akademie nachhaltig beigetragen, Mitglieder wie Heine, Beckmann, von Justi, Kästner und Lichtenberg. Man hat das also nicht nur nebenbei behandelt. Die Zahl der Konkurrenzschriften, die einging, war von Fall zu Fall verschieden, aber nicht selten waren das 10, 15, 20 eingehende Schriften. Und die waren zum Teil sehr umfangreich. Ich habe mal aus dem Archiv diese Preisschrift herausgeholt zur Frage des Kornhandels. Wir kommen später darauf zurück. Die umfasst immerhin 140 Seiten. Für uns heute nicht mehr so ganz leicht lesbar, zumindest wenn man nicht Historiker ist wie ich, denn diese Handschriften muss man kennen, um sie richtig verstehen zu können. Mit anderen Worten, die Akademiemitglieder waren gut beschäftigt mit der Formulierung der Fragen, mit dem Lesen der Antworten und dann mit der ausführlichen schriftlichen Kommentierung. Warum hat sich die Akademie damals mit so viel Energie dieser aus heutiger Sicht vielleicht scheinbar wenig akademischen Aufgabe gewidmet? Aus der Antwort auf diese Frage können wir eine ganze Menge lernen, denke ich, über die Bedeutung, die einer Institution wie der Akademie damals zugemessen wurde, aber auch über die Zielsetzung der Akademie. Die Königliche Sozietät der Wissenschaften, Sie haben das in dieser Ringvorlesung jetzt schon verschiedentlich gehört, wurde bewusst in Ergänzung zu der vornehmlich auf die Lehre ausgerichteten Universität gegründet als eine Institution, in der Forschung betrieben werden sollte. Von Münchhausen, der wirkliche geheime Rat der Regierung Georg des
Zweitens, Gründer der Universität und ihr erster Kurator war ein außerordentlich praktisch denkender Mann. Schon für die Universität legte er Wert darauf, dass praktisch, dass pragmatisch gearbeitet würde anstelle spekulativen Denkens. Und genau das hat er auch von der Akademie erwartet. Und in dieser Zielsetzung stimmte der erste Akademiepräsident von Haller vollkommen mit von Münchhausen überein. Herr Lehfeldt hat uns in seinem Vortrag bereits berichtet und Frau Reckelein hat uns daran erinnert, was Haller in seiner vielfach noch heute zitierten Eröffnungsrede als eine zentrale Aufgabe der Akademie mit auf den Weg gegeben hatte, nämlich Dekuverten zu machen. Und Sie hören jetzt mindestens zum dritten Mal das Zitat: Ein Akademiste muss erfinden und verbessern oder seine Blöße unvermeidlich verraten. Und das Erfinden und Verbessern alleine hätte nicht viel bewirkt, wenn die neuen Kenntnisse nur im Kreise der Akademie zirkuliert hätten. Sie mussten auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, um Wirkung zu erzielen. Und die Akademie hatte deshalb einen ausdrücklichen Erziehungsauftrag mit auf den Weg gegeben bekommen. Öffentliche Preisaufgaben und die Publikation der daraufhin eingegangenen Konkurrenzschriften waren einer der Wege, um einem solchen Erziehungsauftrag nachzukommen. Aber neben diesem hehren wissenschaftlichen Ziel gab es wohl auch zwei weitere Ziele, die die Akademie im Auge hatte, als sie sich diesen ökonomischen Preisaufgaben widmete. Zum einen nämlich, dass die Hoffnung, dass die Herausgabe von populären ökonomischen Preisfragen und die Beurteilung der dazu eingehenden Antworten dazu beitragen könne, der Akademie selbst und den von ihr herausgegebenen Göttinger Gelehrten Anzeigen oder wie sie damals hießen, Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, weil das allgemeine Publikum in hohem Maße interessiert war an solchen Dingen. Zum Zweiten und natürlich eng verbunden mit dieser Hoffnung bestand wohl auch die Erwartung, auf diese Weise den Absatz der göttingischen Gelehrtenanzeigen zu fördern und damit die aus ihrem Verkauf entstehenden Erlöse der Akademie. Die Akademie war damals wie heute finanziell nicht sonderlich gut ausgestattet. Zur damaligen Zeit waren die Erlöse aus ihren Veröffentlichungen, insbesondere aus den Gelehrtenanzeigen, ihre wesentliche Einnahmenquelle und je besser der Absatz dieser Schriften, weil sie Dinge enthielten, die allgemein interessierten, umso höher die zu erwartenden Einnahmen. Dass die Akademie mit dem Institut der ökonomischen Preisfragen nicht zuletzt auch eine Ausweitung ihres Leserkreises erreichen wollte, ergibt sich auch aus der Tatsache, dass sie ausdrücklich verlangt hat, dass die Preisschriften, die auf die ökonomischen Preisfragen eingingen, im Unterschied zu den wissenschaftlichen Preisfragen, in deutscher Sprache abgefasst werden sollten, also einen entsprechend breiten Leserkreis ansprechen konnten. Die Akademie hat also mit den ökonomischen Preisfragen zum einen, wie wir das heute vielleicht formulieren würden, ein wissenschaftspolitisches Ziel verfolgt, zum anderen aber auch ein in ihr ganz eigenen Interesse institutioneller Art stehendes finanzielles Ziel. Letzteres war auch deshalb attraktiv, weil die Akademie selber die Preisgelder nicht zu finanzieren hatte. Die Preisgelder kamen nämlich von Albrecht Christoph von Wüllen, der war Landrentmeister, also so etwas wie der oberste Finanzbeamte der Kahlenbergischen Landschaft. Er war gleichzeitig aber auch agiler Unternehmer und Herausgeber der Hannoverschen Anzeigen sowie ihrer Beilage des Hannoverschen Magazins, wo die preisgekrönten Schriften publiziert werden sollten.
Von Müllen hatte die Hoffnung, dass durch die Publikation der Preisschriften der Absatz der Hannoverschen Anzeigen mit ihrer Beilage Magazin sich steigern würde. Die Akademie hoffte, dass der Absatz der Gelehrten der Anzeigen von den gelehrten Sachen sich steigern würde. Man sah also das, was heute in der Politiksprache als eine Win-Win-Situation für beide Seiten bezeichnet würde. Beide hatten also auch ganz irdische finanzielle Interessen. Das kann aber vielleicht nicht den ganzen Eifer, mit dem die Akademie sich damals dieser Thematik gewidmet hat, erklären. Ganz offensichtlich hatte die Akademie, hatten ihre Mitglieder auch die Absicht, Beiträge zur Lösung drängender Fragen zu leisten und gleichzeitig sogar auch bestimmte politische Entwicklungen voranzutreiben. Warum man das ganz zu Recht so einschätzen kann, darauf müssen wir jetzt zu sprechen kommen. Ein aus heutiger Sicht vielleicht erstaunlich großer Teil der ökonomischen Preisfragen bezog sich auf landwirtschaftliche Themen. Mehr als 70% dieser Fragen waren den Verhältnissen in der Landwirtschaft gewidmet. Dieser Anteil entspricht etwa dem Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung zur damaligen Zeit. Wichtiger aber noch als diese statistische Kennzahl ist die Tatsache, dass der Agrarsektor zur damaligen Zeit eine ganz außerordentlich große Bedeutung hatte für die Entwicklung der Gesellschaft, für die Überwindung gesamtwirtschaftlicher Stagnation und schließlich für Fortschritt auf breiter Front. Es kam insbesondere auf drei Aspekte an. Zum einen, die Fesseln mussten überwunden werden, die ein knappes Nahrungsangebot zur damaligen Zeit der Entwicklung der Bevölkerung, aber auch der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung angelegt hat. Denn die Knappheit der Agrarproduktion war der wesentliche beschränkende Faktor für die Entwicklung der wirtschaftlichen Kräfte, aber auch die demografische Entwicklung zu dieser Zeit. Das wurde besonders deutlich immer dann, wenn schlechte Ernten eintraten und Hungersnöte ausbrachen, wie beispielsweise in Kurhannover am Beginn der 1770er Jahre, als eine Reihe von schlechten Ernten eingetreten waren, und das schlug sich auch prompt in den Preisfragen nieder. Um den Getreidemangel nicht noch weiter zu verschärfen, war im Jahr 1771 das Brennen von Branntwein aus Getreide untersagt worden. Und es wurde auch darüber diskutiert, den Getreidehandel, insbesondere den Export von Getreide, staatlich zu reglementieren. Die Akademie wollte daraufhin wissen, ist die Theorie, dass man niemals Kornzuschläge machen, nie das Branntweinbrennen verbieten, sondern den Kornhandel und dessen Konsumtion in alle Wege unbeschränkt lassen müsste, auf die kurfürstlich-braunschweigisch-lüneburgischen Lande mit Nutzen anzuwenden. Eine ganz ähnliche Fragestellung übrigens ist auch heute wieder relevant, nachdem in den letzten Jahren als weltweit in einigen Fällen die Getreideernten schlecht ausfielen, die Preise an den internationalen Getreidemärkten drastisch angestiegen sind und eine Reihe von Exportländern Beschränkung für Getreidelieferungen in andere Teile der Welt erlassen haben und daraufhin in der Tat an den internationalen Märkten die Preise heftig angestiegen sind. Und sogar die Notwendigkeit des Verzichts auf Verwendung von Getreide für Nicht-Nahrungszwecke spielt heute eine Rolle, gerade in einer Situation, in der die Getreidepreise so drastisch angestiegen sind. Denken Sie an die Diskussion über Tank und Teller im Zusammenhang mit dem Biotreibstoff, der so stark staatlich gefördert worden ist. Mit anderen Worten, nothing new under the sun. Auch damals gab es genau diese
Thematik schon. Es gingen 6 Antwortschriften ein auf diese Frage, beispielsweise eine, deren Titelblatt ich Ihnen hier fotografiert habe. Aber die Mitglieder der Akademie waren mit diesen Antwortschriften nicht so recht zufrieden. So wird beispielsweise im Kommentar zu einer dieser Antwortschriften ausgeführt: Selbst der so viel gerügte Grund, jede Fruchtsperre verbreite Schrecken und nach eingeführten Zuschlage und Verbote des Branntweinbrennens sei allemal das Getreide im Preis gestiegen, ist unserem, der Akademiemitglieder, Bedenken nach immer noch dem Zweifel unterworfen, ob nicht diese Preissteigerung die Folge vom Mangel selbst sei. Das ist eine bemerkenswert einsichtige Feststellung, denn immer wieder wird der Fehlschluss gemacht, dass 2 Entwicklungen, die gleichzeitig stattfinden, auch kausal miteinander zusammenhängen, was natürlich logisch nicht wirklich überzeugt. Und es gibt eine auch dazu auffällige Parallele in der heutigen Diskussion. Es hat sich gezeigt, dass in den letzten Jahren die Finanzinvestitionen an Rohstoffterminmärkten in ihrem Ausmaß in den senkrechten Säulen dargestellt, sehr stark zugenommen haben und in der grafischen Darstellung eine Parallelität aufweisen zum Anstieg der Rohstoffpreise. Und die naheliegende Schlussfolgerung ist immer wieder gezogen worden: Spekulation treibt die Preise in die Höhe. Das ist eine populäre, um nicht zu sagen populistische Argumentation, die es gibt, seit es Terminmärkte gibt, die dadurch aber nicht zutreffender geworden ist. Im Gegenteil, die Mehrzahl der dazu auch gerade zu den Entwicklungen in den letzten Jahren an den internationalen Getreidemärkten vorliegenden Untersuchungen zeigt, dass das mit dem Geschehen der Finanzinvestitionen an den Terminmärkten nichts zu tun hat. Umso bedauerlicher ist eigentlich, dass der ansonsten von mir hochgeschätzte Herr Bundespräsident Gauck vor einigen Tagen in seiner Rede zum Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Welthungerhilfe auch diesem Trugschluss erlegen ist und argumentiert hat, es sei die Spekulation an den internationalen Getreideterminmärkten, die zu Hunger führe. Ich denke, da sollte er sich noch einmal etwas besser beraten lassen. Aber zurück zur Bedeutung, die die Landwirtschaft hatte für die Entwicklung der Gesamtwirtschaft zur damaligen Zeit. Ein zweiter Aspekt, der für den landwirtschaftlichen Fortschritt im 18. Jahrhundert zeigt, wie wichtig er weit über die Landwirtschaft hinaus war, ist die Tatsache, dass die Landwirtschaft wesentliche Quelle von Steuereinnahmen, die wesentliche Quelle von Steuereinnahmen war und eine Stärkung der wirtschaftlichen Situation der Landwirtschaft deshalb auch eine Verbesserung der staatlichen Einnahmen erhoffen ließ. Eine gute merkantilistische Politik setzte deshalb schon aus solchen Gründen auch auf Förderung der Landwirtschaft. Und es gibt schließlich einen dritten Aspekt, und der hat mit dem Bestreben zu tun, Handwerk und Gewerbe weiter auszubauen, um damit, wie wir das vielleicht aus heutiger Sicht sagen könnten, erste Schritte in Richtung auf die später folgende Industrialisierung vorzubereiten. Voraussetzung dazu war das Freisetzen von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft. Und das wiederum konnte nur gelingen, wenn die Produktivität in der Landwirtschaft stieg. Und ich habe deshalb an dieser Stelle noch einmal dieses Schaubild aufgerufen. Das zeigt deutlich, wie mit Beginn des 19. Jahrhunderts in der Tat die Zahl der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft deutlich zurückging, was nur möglich war, wenn die Produktivität in der Landwirtschaft
drastisch anstieg, was ebenfalls in der Tat eingetreten ist, denn sonst wäre es nicht denkbar gewesen, eine wachsende Bevölkerung ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Vor dem Hintergrund dieser drei volkswirtschaftlichen Aspekte wird verständlich, warum sich eine Vielzahl der Preisaufgaben der Akademie zur damaligen Zeit mit den Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation in der Landwirtschaft, einschließlich der landwirtschaftlichen Produktionstechnik, befassten. Die Göttinger Akademie lag damit im Übrigen durchaus im Trend der Zeit. An vielen Orten erwachte in der Mitte des 18. Jahrhunderts das Interesse an einer Intensivierung der Agrarproduktion und der Entwicklung verbesserter Produktionstechnik. In verschiedenen Ländern Europas wurden landwirtschaftliche Gesellschaften gegründet. Der große Wirtschaftshistoriker Wilhelm Abel, übrigens auch Mitglied der Akademie, hat er einmal gesprochen von einer Mode, geradezu einer Wut der landwirtschaftlichen Gesellschaften in dieser Epoche. In Kurhannover beispielsweise kam es 1764 zur Gründung der Königlichen Landwirtschaftsgesellschaft zu Celle, aus deren Mitgliedschaft verschiedentlich Antwortschriften zu den Preisaufgaben der Göttinger Akademie eingehen und zu deren Ehrenmitgliedern auch von Haller und Johann Beckmann, also führende Mitglieder der Göttinger Akademie, gehört. Der Landesherr Kurhannovers seit 1760, Georg III., zeigte persönlich zunehmend Interesse an landwirtschaftlichen Fragen und er nannte sich selbst gerne Farmer George. Welcome, Farmer George among us. Die ökonomischen Preisfragen der Akademie zur damaligen Zeit beschränkten sich allerdings nicht auf technische Fragen der Situation in der Landwirtschaft oder auf die Steuerung der Märkte, sondern sie hatten zum Teil auch politisch brisanten Charakter. Und da wird es, denke ich, ganz besonders interessant, insbesondere wenn wir bedenken, dass eine ganze Reihe von Fragen damals sich mit der Reform der Agrarverfassung befassten und deshalb zu einer Auseinandersetzung mit Elementen des feudalen Systems aufforderten. Ein besonders gutes Beispiel für Preisaufgaben dieser Art war die auf den November 1772 gestellte Frage: Ist es ratsam, in einem Land die Frondienste abzuschaffen und welches sind die vorteilhaftesten Mittel, sowohl die Abschaffung einzurichten, als auch den Unbequemlichkeiten, welche die Sache haben kann und den Folgen davon zu begegnen? Dass es keineswegs selbstverständlich war, dass solche Fragen gestellt wurden in der Öffentlichkeit, kann man beispielsweise daran erkennen, dass die Zeller Landwirtschaftsgesellschaft es ablehnte, sich mit einer solchen Frage zu befassen, weil sie zu kitzlig sei und dieses Prinzipium vor Königskammer gehörte. Auch darf nicht aus dem Auge verloren werden, dass über den Stifter der ökonomischen Preisfragen von Wöhlen, der Landrentmeister der Kahlenberg-Grubenhagenschen Landschaft war, eine unmittelbare Beziehung zu den Ständen und insbesondere auch zu den adligen Rittergutsbesitzern bestand, die natürlich keineswegs daran Interesse hatten, die Berechtigung der Frondienste in Frage gestellt zu sehen. Und auch der Landesherr hatte an dieser Frage sicherlich nicht besondere Freude. Die Akademie zeigte also auch mit diesen Fragen ein ganz erhebliches Maß an politischer Unabhängigkeit. Diese Unabhängigkeit, auch die Kritikbereitschaft der Akademie gegenüber der Obrigkeit, fand auch in anderen Preisfragen oder Bewertungen von Antwortschriften zum Ausdruck, beispielsweise in der folgenden Passage aus der Besprechung einer Antwortschrift auf diese Frage nach den Graffiti, die wir vorhin schon kennengelernt haben.
Sie stammt übrigens, diese Beurteilung, von keinem Geringeren als Christian Gottlob Heine, der damals Sekretär der Akademie war und Herausgeber der göttlichen Gelehrten Anzeigen. Dumm genug, so hat Heine geschrieben, ist das Volk nicht so allgemein mehr, dass es die Hand mit der eisernen Rute küssen sollte. Gemeingeist, Teilnehmung, Interesse kann der geplagte Untertan an der Pracht seines Fürsten nicht haben, von der er nicht nur keinen Genuss hat, sondern die auch auf seine Kosten durch Erpressung von Abgaben, durch Frondienste und andere Lasten unterhalten wird. Zurück zur preisgekrönten Antwortschrift auf die Frage nach der Ablösung der Frondienste, die in der Tat dafür plädiert hat, die Rückständigkeit dieses Instituts anzuerkennen und die Frondienste endlich abzuschaffen, sowie generell die Abhängigkeit der Bauern von den Dienstherren zu vermindern. Wie sehr das dem Denken der Akademiemitglieder entsprach, geht aus der Besprechung der Antwortschriften hervor, insbesondere aus einem unverhohlen kritischen Kommentar zu einer anderen Konkurrenzschrift, die sich für die Beibehaltung der Frondienste ausgesprochen hatte. Auch diese Besprechung stammt von Heine, der meinte, der Verfasser dieser anderen Konkurrenzschrift, die die Frondienste nicht abgeschafft sehen wollte, ist nicht genug bei kaltem Blute. Ihm ist jeder Schluss gültig, jeder anscheinende Umstand willkommen, wenn er nur dem Bauernstande entgegen ist. Für diesen nützlichen, ehrwürdigen Stand, die Basis von allem Übrigen, lässt er eine merkliche Abneigung blicken. Die Rechte der Menschheit scheinen ihm nicht heilig genug zu sein. Tatsächlich wurden, nachdem die Akademie diese Frage 1772 gestellt und auch eine ihr zusagende Antwort erhalten hatte, ab dem Jahre 1774, zwei Jahre später, auf allen landesherrlichen Domänen Kurhannovers die Dienste schrittweise abgeschafft. Soweit zu den landwirtschaftlichen Themen. Wenn wir genügend Zeit hätten, würde ich Sie gerne jetzt mit zwei ganz anderen Themenkomplexen auch noch vertraut machen, die in diesen Preisschriften eine große Rolle gespielt haben, und den Preisaufgaben und den Preisschriften dazu. Ich kann sie aber nur erwähnen hier und nicht wirklich besprechen. Das waren zum einen sozialpolitische Fragen, insbesondere Fragen nach der Überwindung von Armut mit einem besonderen Fokus auf Altersarmut. Die Akademie hat mit diesen Fragen und durch die auf sie eingehenden Antworten dazu beigetragen, dass damals eine Witwenkasse eingerichtet wurde von der kahlenbergischen Landschaft, hat sich hinterher mit dem Funktionieren dieser Kasse sogar in gewissem Maße mit versicherungsmathematischen Erwägungen befasst, schon argumentiert, dass es so, wie man sie installiert hatte, nicht ganz funktionieren könne. In der Tat, das ging am Ende auch schief, aber immerhin war ein Anfang gemacht für eine solche soziale Absicherung von Alten. Eine andere Frage, die ebenfalls sehr drängend war damals, war das häufige Auftreten von Bränden in den Dörfern. Und es gibt eine Reihe von ökonomischen Preisfragen, die sich auf das Thema fokussieren, was man gegen das Entstehen solcher Brände oder zumindest ihre Bekämpfung, wenn sie denn aufgetreten sind, tun könne und wie man denjenigen, die den Schaden davon getragen haben, hinterher helfen könne. Das hat mit dazu beigetragen, dass damals eine Feuerkasse eingerichtet wurde, die es in verschiedenen historischen Wandlungen, die sie erlebt hat, am Ende heute noch gibt. Die Versicherungsgruppe Hannover, die VGH, ist hervorgegangen aus der kahlenbergischen Feuerkasse, mit der auch die Akademie sich damals befasst hat. Ein paar Anmerkungen zur Frage ökonomische Preisfragen damals und heute.
100 Jahre lang hat die Akademie sich mit diesen Fragen beschäftigt und dann gab es im Jahr 1850 ein relativ rasches Ende. Das wurde, was die äußeren Bedingungen angeht, dadurch ausgelöst, dass die Hannoverschen Anzeigen damals zu Ende gingen. Das war die Finanzquelle für die Preisgelder, nachdem von Wühlen gestorben war und sie nicht mehr aus seinen privaten Mitteln finanzieren konnte. Aber das war wohl nicht wirklich das Wichtigste, dass diese Hannoverschen Anzeigen und das mit ihnen verbundene Magazin ausliefen, sondern es kommt ein anderes hinzu, nämlich die Tatsache, dass durch die Tätigkeit der Akademie und durch die Anregung des Denkens über die Art von Fragen, die sie im ökonomischen Zusammenhang gestellt hat, die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften, aber auch der Agrarwissenschaften sehr deutlich vorangeschritten war zu dieser Zeit, sodass das Ministerium für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten, also der Vorläufer des heutigen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, damals sagte, der erfreuliche Fortgang, welchen der auf der Landesuniversität errichtete landwirtschaftliche Lehrkursus nimmt, ließ es nicht mehr als vordringlich erscheinen, weiterhin Preisfragen dieser Art herauszugeben und deshalb auch ablehnte, sie durch Preisgelder zu finanzieren. Mit anderen Worten, die Akademie hat durch die ökonomischen Preisfragen einen Beitrag geleistet, der entscheidende Impulse zur frühen Entwicklung von der Wissenschaft, der Ökonomie und Landwirtschaft gegeben hatte. Und schließlich waren diese Preisfragen auch deshalb nicht mehr erforderlich. Daraus gibt sich schon eine partielle Antwort auf eine naheliegende und vielleicht reizvolle Frage, nämlich ob man sich vorstellen könnte, es vielleicht sogar erstrebenswert wäre, dass die Akademie auch heute noch wieder Preisfragen dieser Art, die auf praktische Probleme ausgerichtet sind, herausgibt. Das wäre zumindest im Themenbereich, der damals von diesen Fragen erfasst wurde, nicht mehr erforderlich, vielleicht noch nicht mal mehr sinnvoll, denn es gibt eine breite Forschungskompetenz der Ökonomie und in den Agrarwissenschaften die wichtige Anstoßwirkung wie die Entwicklung dieser Disziplinen, die die Akademie damals gegeben hat, ist heute nicht mehr notwendig. Andererseits ist festzustellen, dass eine Reihe der Fragen, mit denen sich die Akademie damals befasst hat, auch heute noch für die Gestaltung von Wirtschafts- und Agrarpolitik von Bedeutung ist. Ich habe einige davon genannt. Eine andere beispielsweise war eine Frage nach der Bedeutung des Maisanbaus in Niedersachsen. Sie wissen vielleicht, dass das inzwischen wieder als ein Problem gesehen wird, nachdem durch kräftige staatliche Förderung der Maisanbau zum Zweck der Erzeugung von Biogas sich so stark ausgedehnt hat. Mit anderen Worten, es ist nicht so, dass es nicht mehr ungelöste Fragen gibt, Fragen der Art, wie sie damals von der Akademie in ihren ökonomischen Preisfragen behandelt wurden. Aber wenn ökonomische Probleme bestehen und wenn sie mit wirtschaftspolitischem Bezug kontrovers diskutiert werden, so hat das typischerweise einen von drei hauptsächlichen Gründen. Entweder es liegen keine ausreichenden, insbesondere nicht hinreichend empirisch fundierte Forschungsergebnisse vor. Oder zweitens, verschiedene Gruppen von Ökonomen favorisieren unterschiedliche Lösungen. Oder drittens, die Politik ist einfach nicht interessiert an den Ergebnissen ökonomischer Forschung. In keinem dieser Fälle könnten Preisaufgaben, die die Akademie herausgibt, eine Lösung bewirken. Wenn es nicht genügend Forschungsergebnisse gibt, dann wären Preisgelder in der Größenordnung auch an heutige Verhältnisse angepasst, wie die Akademie sie damals gegeben hat, nicht ausreichend, um Anreize zu bieten, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Zumal derjenige, der versucht, solche Antworten zu geben, ja auch noch nicht weiß, wenn er die Forschungsergebnisse erarbeitet, ob er wirklich den Preis bekommen wird. Wenn es eine Frage ist, die unter Ökonomen kontrovers diskutiert wird, dann würden
würde sich das widerspiegeln in sehr unterschiedlich orientierten Antworten. Auch da wäre keine Hilfe zu erwarten. Und schließlich, wenn die Politik sich nicht entschließen kann, dem Ergebnis ökonomischer Analyse zu folgen, dann fürchte ich, hilft es auch nichts, wenn dieses Ergebnis ökonomischer Analyse von der Akademie präsentiert wird. Dass die Situation gerade in letzter Hinsicht so einzuschätzen ist, wird, auch wenn das ein wenig paradox klingen mag, gerade durch eine ökonomische Preisfrage exemplarisch verdeutlicht, die in jüngerer Zeit in der Tat noch gestellt worden ist. Im November 2011 hat Simon Wolfson, ein vermögender britischer Geschäftsmann und Mitglied des House of Lords, einen Preis von 250.000 Pfund Sterling, eine andere Größenordnung als das Preisgeld der Akademie damals. Das entsprach etwa dem Drittel eines Monatseinkommens eines Professors. Professoreneinkommen waren nie besonders hoch und schon in jedem Fall nicht dreimal 250.000 Pfund Sterling im Monat. Also er hat diese Preisfrage herausgegeben und 250.000 Pfund Sterling demjenigen versprochen, der die beste Antwort auf die Frage findet, wie für einen geordneten Ablauf gesorgt werden könne, wenn ein Mitgliedsland aus der Europäischen Währungsunion ausscheiden wolle. Es gab mehr als 400 Einsendungen an die Jury von 5 sehr bekannten Ökonomen. Die haben ihre Auswahl getroffen und den Preis einer Gruppe von Wissenschaftlern aus einem englischen Beratungsunternehmen zugesprochen. Das, was man in dieser Preisschrift lesen kann, erscheint zumindest mir außerordentlich wohl überlegt, zeigt auch, dass es durchaus gestaltbar ist, ein Land aus der Währungsunion ausscheiden zu lassen, ohne dass deshalb notwendigerweise Chaos ausbrechen kann. Aber die Politik entscheidet sich entgegen dem Ratschlag vieler Ökonomen nicht dafür, dass das überhaupt möglich sein solle. Mit anderen Worten, dieses Preisausschreiben hat, denke ich, mehr zur Bekanntheit von Lord Wolfson beigetragen als zur Beantwortung einer von der Politik als drängend empfundenen wirtschaftspolitischen Frage. Lassen Sie mich einige wenige Schlussbemerkungen machen. Im Zeitalter der Aufklärung hat die Göttinger Akademie der Wissenschaften auf ganz besondere Weise mit ihren ökonomischen Preisfragen einen Beitrag zur Entwicklung und Verbreitung neuer Erkenntnisse über die Grundlage des Wirtschaftens, gerade auch in der Landwirtschaft, geleistet. Diese ganz auf praktische Nützlichkeit ausgerichtete Tätigkeit der Akademie in den ersten 100 Jahren ihrer Existenz stand im Zeichen des Aufbruchs dieser Epoche zur Modernisierung aller Lebensbedingungen. Sie war schlicht eines der Elemente der Aufklärung. Das Bemühen um Modernisierung in der Landwirtschaft, aber auch in anderen Bereichen der Wirtschaft und des sozialen Lebens lag im Trend der Zeit und die Göttinger Akademie war mitnichten die einzige Institution, die sich auf diesem Feld betätigte. Die Preußische Akademie der Wissenschaften, heute Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, hat damals auf mehr als einem Sechstel ihrer Sitzungen sich mit praktischen Fragen ökonomischer und landwirtschaftlicher Natur befasst, aber alle Fragen mit politischer Brisanz sorgfältig vermieden. Die Göttinger Akademie hatte eine andere Vorgehensweise. Sie hat sich nicht gescheut, auch politische Fragen von großer Brisanz zu behandeln. Sie hat aber insgesamt auch für die Praxis eine herausragende Rolle gespielt. Der Kurator der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Staatsminister Graf von Herzberg, sah sich im Jahr 1793 veranlasst zu konstatieren, der Nutzen der Akademien aber wird wahrer und viel größer, wenn ihre Mitglieder
nicht bei der bloßen Theorie stehen bleiben, sondern dieselbe auf eine praktische Art mehr auf den Nutzen des Staates und der bürgerlichen Gesellschaft leiten und anwenden und sie dadurch gemeinnützlich machen. Hierdurch hat sich vornehmlich die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften, die Nobelpreise verteilt, wie auch die Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, wie damals die Akademie hieß, vor anderen ausgezeichnet und den allgemeinen Beifall erworben. Dass die überwiegende Mehrzahl der Fragen damals sich mit landwirtschaftlichen, agrarökonomischen Themen befasst hat, hatte mit der Bedeutung der Landwirtschaft zu dieser Zeit zu tun, aber vor allen Dingen auch mit der Bedeutung der Landwirtschaft für die Modernisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt. Es kommt hinzu, dass zu dieser Zeit die Befassung mit landwirtschaftlichen Themen durchaus salonfähig wurde. So heißt es beispielsweise in dem Vorschlag zur Gründung der Zeller Landwirtschaftsgesellschaft, man sehe die Landwirtschaft nicht mehr als eine bloß für den geringen Pöbel gehörende, verächtliche Wissenschaft an. Vielmehr sei es inzwischen so, dass auch Vornehmers, Standesvorfahren und Gelehrte sich damit beschäftigen, ein Vergnügen davon finden und den Nutzen davon einsehen und an neuen Entdeckungen und Verbesserungen arbeiten. Entdecken und verbessern. Das war die Zielsetzung, die der Gründungspräsident der Akademie, Albrecht von Haller, dieser Gelehrtengesellschaft mit auf den Weg gegeben hatte. Die ökonomischen Preisfragen standen zweifellos ganz im Dienst dieser Zielsetzung. Der Erfolg frisst gelegentlich seine Kinder, und so war es auch mit den ökonomischen Preisfragen. Sie waren nützlich nicht nur für die Praxis, sondern auch für die Entwicklung der Wissenschaften in den Bereichen Ökonomie und Landwirtschaft. Das bedeutet, dass die Akademie einen Beitrag nicht nur zur Nutzung, Stiftung im Sinne der Modernisierung von Landwirtschaft, Volkswirtschaft und Gesellschaft geleistet hat, sondern durch die Stimulierung neuer wissenschaftlicher Disziplinen auch erfolgreiche Förderung der Wissenschaft betrieben hat. Beides wird Zielsetzung der Göttinger Akademie bleiben, wissenschaftliche Erkenntnis zum Nutzen der Gesellschaft zu gewinnen und die Fortentwicklung der Wissenschaft selbst zu fördern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.